Hallo liebe Dirtbiker-Freunde, wir sind hier im wunderbaren Spanien, Barcelona. Hier gibt es ein super geiles Rennen Anfang des Jahres und jetzt sind wir hier und testen heute den ganzen Tag schon die neuen KTM EXC-Modelle. Es gibt richtig viele Neuerungen. Hier sind wir gerade mit der 300er TPI. TPI ist von KTM vor 2 Jahren eingeführt worden und jetzt weiterentwickelt worden. Früher hatte die TPI nur einen Sensor. Jetzt gibt es im Öltank 2 Sensoren. Das ist besser, wenn man auf hohen Bergen fährt mit viel Höhenmetern. Es hat sich einiges getan. Früher war das meistverkaufteste Motorrad von KTM die 350 Viertakt. Mittlerweile ist es die 300er TPI, die wir hier vor uns haben. Was hat sich geändert? Ja, erstmal hat sich das Chassis komplett geändert. Sie haben am Rahmen ziemlich viel gemacht. Der Rahmen ist steifer geworden, leichter geworden. Die ganzen Plastikteile sind schmaler geworden, man kann viel weiter nach vorne rutschen. Der Kühler ist weiter nach unten gekommen, dadurch ist auch die Ergonomie besser geworden. Die Kühler sind größer geworden, mehr Durchlass, die Maschine wird besser gekühlt. Was wirklich geil geworden ist, ist das Fahrwerk. In allen Modellen ist die Explorer-Gabel drin, die eine Federölgabel ist und super sanft anspricht, eine gute Progression hat und auch für Leute, die von 70 Kilo bis 100 Kilo fahren, gut funktioniert und nicht wirklich durchschlägt. Es gibt viele verschiedene Modelle, die wir auch alle gefahren sind. Ganz neu ist die Zweitakt 150er TPI. Also es gibt das erste Mal eine 150er Zweitakt mit Einspritzung. Das ist echt eine Revolution und im Motorbereich hat KTM auch unheimlich viel getan. Alle Motoren sind überarbeitet geworden, 60% der Motoren sind neu, es gibt neue Kolben, es gibt neue Zylinderköpfe, sowohl im Viertakt- als auch im Zweitaktbereich. Große Gewichtsersparnisse sind gekommen. Bei den Zweitaktern ist der Kickstarter nur noch eine Option, das heißt also die Maschinen kommen nur mit E-Starter, es gibt da eine neue Batterie, die stärker ist, einen neuen Elektrostarter, die Maschinen funktionieren wirklich gut, durch das neue Chassis sind sie handlicher geworden, haben aber immer noch einen super gerade Auslauf und KTM hat dieses Jahr wirklich in allen Modellen nochmal einen draufgesetzt.
Hallo liebe Dirtbiker-Leser. Testtag in Spanien zu Ende. Neuen KTM X.